Ich bin Janne Kappes, ich bin Postdoc an der Universität Wien. Ich bin Metaphysiker mit Interessen und Forschungsthemen, die so in der Metaphysik und in angrenzenden Bereichen sich befinden. Und ich wurde mit dem De Gruyter-Preis ausgezeichnet, beziehungsweise meine Doktorarbeit Empty Base Explanation wurde mit dem De Gruyter-Preis ausgezeichnet. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen was über Erklärungen sagen, und zwar im Genauen über Erklärung warum und Antworten auf Fragen, warum denn Dinge so sind, wie sie sind. Und was wir wissen müssen, ist, dass Erklärung warum so eine drei gliedrige Struktur haben aus dem, was wir erklären wollen, beispielsweise bei einer Kausalerklärung, warum ein Fenster zerbrochen ist. Und dann gibt es noch zwei weitere Elemente. Zum einen Gründe, warum, zum Beispiel Ursachen. Jemand hat einen Stein auf das Fenster geworfen. Und dann gibt es so etwas wie einen explanatorischen Link oder eine explanatorische Beziehung, vielleicht ein Gesetz, das uns von den Gründen, warum, hin zu dem zu Erklärenden bringt. Und im Fall vom Fenster, das kaputt gemacht wird, durch einen Stein, der darauf gemacht wird, raufgeworfen wird, ist es vielleicht so eine Ansammlung von physikalischen Gesetzen. Und nun eine leere Basiserklärung oder Empty Base Explanation ist eine spezielle Form von Erklärung, wo diese Basis, die Gründe warum, leer ist. Eine ist ein Problem, das allen Leuten bekannt ist, die so ein bisschen mit Kindern oder Philosophen zu tun hatten. Und zwar, sobald Kinder oder Philosophinnen und Philosophen lernen, warum zu fragen, fragen sie, warum ist dieses oder jenes der Fall? Und wenn man Glück hat, hat man dann eine ganz gute Antwort parat. Aber das Kind oder die Philosophin wird dann schnell weiterfragen, warum denn das so ist. Vielleicht sagen wir, warum P? Naja, weil Q. Aber warum Q? Wenn man Glück hat, hat man noch eine Antwort parat. Aber irgendwann, ja, das Spiel geht immer so weiter, das Kind fragt, warum immer weiter und weiter. Und es scheint so, dass es drei Möglichkeiten gibt, was passieren kann, und alle drei scheinen unzufrieden zu nicht besonders zufriedenzustellend zu sein. Beim bestimmten Zeitpunkt kann man sagen, naja, hier gibt es keine Antwort mehr. Das ist einfach so. Es gibt keine weitere Erklärung, ich habe keine Antwort für dich. Oder man geht so in einem Zirkel und sagt, naja, warum P, weil Q, warum Q, weil R. Und irgendwann kommt man wieder an den Anfang zurück. Da haben Philosophen gesagt, das ist auch unzufrieden zu nicht besonders zufriedenstellend. Da hat man ja sozusagen etwas durch sich selber erklärt, auf eine nicht so nette Art und Weise. Naja, oder zumindest prinzipiell könnte es ja immer weitergehen. Dass man so in einer infiniten Regress von Weil-Fragen und Warum-Fragen gerät. Und auch das scheint nicht allzu zufriedenstellend zu sein. Leere Basiserklärung nun verspricht einen möglichen vierten Weg, der in gewisser Weise zufriedenstellender ist. Ja, eine Möglichkeit, dieses explanatorische Spiel zu einem Ende zu bringen, aber mit einer Erklärung, nicht durch einen Abbruch und die Zurückweisung der Möglichkeit einer Erklärung. Ich nenne mal ein paar. Da geht es darum, warum logische Theoreme oder logische Wahrheiten der Fall sind. Es geht darum, weitere Beispiele sind sowas wie Notwendigkeitsaussagen oder Aussagen über das Wesen der Dinge oder Identitätsaussagen oder auch Aussagen über explanatorische Beziehungen selber oder Gesetze oder explanatorische Beziehungen. Das sind mehr so die bisschen theoretischeren, bisschen abgefahreneren Sachen. Es gibt aber auch so ein explanatorisches Phänomen, das vielleicht schon mal im Alltag begegnet ist. Manchmal versuchen
Menschen zu erklären, warum was der Fall ist, indem sie sagen, dass das so sein muss oder dass es ein vielleicht ein Naturgesetz ist oder dass das immer so sein muss. Diese Art von Erklärung nenne ich Erklärung durch Status, weil da das Erklären, weil man da den Status von etwas, das man erklären möchte, benutzt, beispielsweise seinen notwendigen Status oder seinen gesetzesmäßigen Status. Und diese Art von Erklärung verstehe ich als leere Basiserklärung. Das habe ich in der Arbeit habe ich dafür argumentiert. Ich kann auch noch ein Beispiel da geben. Es gibt so eine ja, recht profunde, wie manche Leute glauben, philosophische Frage, die auch Kinder nach einer Weile häufig stellen, nämlich die Frage danach, warum es überhaupt irgendetwas gibt. Und in der Arbeit schlage ich vor, dass bestimmte Antworten auf diese Frage, die halt diese Form von Erklärung durch Status haben, sowas wie, warum gibt es überhaupt irgendwas? Naja, weil das so sein muss oder weil es ein metaphysisches Gesetz ist, dass solche Erklärungen tatsächlich verstanden werden sollten als leere Basiserklärung. Ja, bei rivalisierenden Theorien, die verstehen diese Statusaussage als weiteren Grund, warum das zu erklärende der Fall ist. Und da stellt sich dann weiter die Frage, wie vorhin angesprochen, als ich dieses Regressproblem angeführt habe, da stellt sich dann wieder die Frage, naja, warum sind die denn der Fall? Und man hat nicht so ein gutes Verständnis davon, warum diese Erklärung vielleicht das explanatorische Spiel zu Ende bringen. Ich argumentiere in der Arbeit, dass leere Basiserklärungen das explanatorische Spiel zu Ende bringen können auf überzeugende Weise. Und das erklärt, warum diese Erklärung von Status dann halt so funktionieren. Das ist der eine Vorteil. Der andere ist, es gibt ja jetzt viele verschiedene Status, die so Propositionen oder Tatsachen haben können. Ich habe so ein paar angeführt, bei denen diese explanatorischen Vorschläge recht plausibel sind, nämlich Notwendigkeit, Essenz, Gesetzesmäßigkeit. Aber es gibt auch viele andere Status, die Propositionen so haben könnten. Und mein Vorschlag kann als so Analysewerkzeug verwendet werden, das man anwenden kann, um herauszufinden, welche Statusse erklärend sind und welche nicht. Nämlich solche, die eine Rolle innerhalb von explanatorischen Gesetzen spielen. Genau, also bei einer Selbsterklärung im strengeren Sinne ist die Idee, dass eine Proposition oder eine Tatsache sich in gewisser Weise selber erklären kann. Ich habe das auch vorhin schon angesprochen mit so einem explanatorischen Zirkel, dass wenn sich etwas selber begründen soll oder selber ein Grund, warum es der Fall ist, sein soll, vielleicht eine Ursache seiner selbst, dass das viele Philosophen für äußerst suspekt halten. Und ich benutze in dem Kapitel, in dem ich das diskutiere, benutze ich den Begriff der leeren Basiserklärung, um einen alternativen Begriff, eine alternative Idee von Selbsterklärung zu entwickeln. Um das nur ganz grob anzudeuten, ist die Idee, die von explanatorischen Gesetzmäßigkeiten, die in gewisser Weise unter anderem von sich selbst sagen, dass sie der Fall sind. Wir haben so etwas wie nicht ein Naturgesetz, aber ein metaphysisches Gesetz, das in gewisser Weise von sich selbst sagt, dass es der Fall ist und so sich in gewisser Weise selbst erklärt. Habe das eben ja schon angesprochen, wenn man das explanatorische Spiel mit Kindern spielt oder die Frage sich stellt, warum überhaupt etwas passiert oder warum es überhaupt irgendetwas gibt. Kann man sich natürlich jetzt fragen, hat das Relevanz über das Akademische hinaus? Ich würde sagen, ja, schon. Es gibt aber mindestens noch eine weitere Anwendung. Und das ist die folgende. Wobei ich sagen muss, dass das so jetzt sehr kondensiert ist und es viele Moves und so gibt in dieser
dieser Debatte. Also es gibt eine Art Argument für die Existenz Gottes, eine Art von kosmologischem Argument, wo beobachtet wird beispielsweise, dass es die Welt gibt und dass die Welt angefangen hat. Und dann ist die Idee, naja, was ist die beste Erklärung dafür? Dann gibt es ein weiteres Argument, gibt es vielleicht verschiedene Kandidaten. Einer davon ist, naja, Gott hat es getan oder hat die Welt erschaffen. Leute, die dieses Argument für die Existenz von Gott verwenden wollen, die sagen dann, naja, das ist die beste Erklärung und schließen dann mit Hilfe des Schlusses auf die beste Erklärung darauf, dass es Gott gibt. Die Existenz von leerer Basiserklärung zeigt jetzt, dass es mindestens mal noch einen weiteren sehr guten, wie ich glaube, sehr guten oder mindestens mal sehr ernstzunehmenden Kandidaten hier gibt. Nämlich, dass anstelle von Gott, der alles begonnen hat, in gewisser Weise nichts oder die leere Basis alles begonnen hat und dann bloß mithilfe von einer bestimmten Art von explanatorische Gesetzmäßigkeit die Welt angefangen hat. Kann man dem Theisten etwas weiteres entgegensetzen als, naja, es gibt keine weitere Erklärung oder es ging immer so weiter. Ich habe jetzt gerade zwei, an denen ich arbeite, die so erwachsen sind aus dem Material meiner Arbeit. Das eine, da geht es tatsächlich auch um den Beginn des Universums und bestimmte physikalische Theorien darüber. Kollegen von mir haben vorgeschlagen, dass, wie gesagt, so bestimmte physikalische Theorien auf eine Weise zu verstehen sind, dass die tatsächlich eine leere Basiserklärung des Beginns des Universums liefern, die tatsächlich realistische physikalische Gesetze benutzt. Das ist bisher so ein skizzenhafter Vorschlag und ich versuche genauer zu untersuchen, ob das wirklich so funktioniert, welche Form diese Gesetze genau haben und da so richtig ins Detail zu gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt, ich habe das schon angesprochen, mit dem Schluss auf die beste Erklärung, da gibt es interessante Zusammenhänge und interessante Konsequenzen der Möglichkeit von leerer Basiserklärung im Hinblick auf den Schluss auf die beste Erklärung. Und das untersuche ich im Kontext des Prinzips des hinzureichenden Grundes. Das untersuche ich im Hinblick auf den Satz vom zureichenden Grund, den Leute unter anderem mit solchen epistemologischen Betrachtungen und Schluss auf die beste Erklärung versuchen zu etablieren.